Sehr geehrte Frau Nationalrätinnen, außer Frau Graf Litscher ist auch Regine Sauter, die neu gewählte Zürcher Nationalrätin, zu uns gestoßen. Sehr geehrter Herr Nationalrat, sehr geehrter Herr Präsident der Staatsschreiberkonferenz, Madame la Chancelière du Canton de Genève, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die unter uns sind. 2015 haben wir im Projekt zur Einführung der elektronischen Stimmabgabe verschiedene Meilensteine erreichen können. Anlässlich der eidgenössischen Volksabstimmungen vom 8. März wie auch vom 14. Juni 2015 haben neu erstmals 14 Kantone den elektronischen Stimmkanal angeboten. Es konnten 100.000 Auslandschweizer Stimmberechtigte davon profitieren und 97.000 Stimmberechtigte in der Schweiz. Bis zu 67% haben dazumals von den abgegebenen Stimmen ihre Stimme elektronisch abgegeben. 67%, das ist eine stolze Zahl, das ist ein hoher Wert, erzeugt einerseits vom Bedürfnis nach der Einführung des elektronischen Stimmkanals, erzeugt aber andererseits auch vom großen Vertrauen, dass das zugelassene Elektorat diesem Stimmkanal ganz offensichtlich entgegenbringt. Seit dem 8. März sind Systeme mit der sogenannten individuellen Verifizierbarkeit im Einsatz. Die individuelle Verifizierbarkeit ermöglicht es jedem einzelnen Stimmberechtigten festzustellen, ob ihre Stimme korrekt übermittelt worden ist. Die elektronische Stimmabgabe mit Systemen zweiter Generation und eben mit dieser individuellen Verifizierbarkeit ist auch bei den Nationalratswahlen 2015 zum Einsatz gekommen. Das war ein Primeur. Die Vorbereitungsarbeiten für den Einsatz von Votelektronik bei den Wahlen haben bereits früh angefangen. Im Juni 2014 haben die Kantone der Bundeskanzlei eine Absichtserklärung abgeben müssen, ob sie bei den Nationalratswahlen den elektronischen Stimmkanal zum Einsatz bringen wollen. Dazumals waren es 14 Kantone, die eine entsprechende Absichtserklärung eingereicht haben. Die Systeme der elektronischen Stimmabgabe wurden um die Funktionalität für die Wahlen erweitert. Dabei ging es vor allem darum, eben das komplexe Wahlverfahren in der digitalen Welt korrekt zu reproduzieren und abzubilden. Die korrekte Umsetzung dieser Funktionalitäten wurde im Rahmen von sogenannten Begleitgruppentests, systemspezifischen Begleitgruppentests, getestet. Die Begleitgruppen setzen sich vornehmlich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern von anderen Kantonen und sie agieren als Peer Reviewer. Das ist wichtig, denn die Begleitgruppen haben nicht die Aufgabe oder den Auftrag, die Sicherheit der Systeme zu testen, sondern dafür waren und sind auch in Zukunft die Kantone zuständig. Sie zeigen der Bundeskanzlei auf, welche Maßnahmen sie umsetzen, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Wie bereits bei den Wahlen 2011 hat die Bundeskanzlei auch für die Wahlen 2015 einen Anforderungskatalog frühzeitig erarbeitet. Einerseits diente das Dokument den Kantonen dazu, sich auf den Einsatz von Votelektronik vorzubereiten. Es wurde daran erinnert, welche Anforderungen zu erfüllen sind. Die Fristen wurden in Checklistenform unterbreitet, etc. etc. Andererseits wurde die von den Kantonen durchzuführenden Tests auch minutiös aufgelistet. Wichtig ist dabei auch festzuhalten, dass alle Kantone einen sogenannten End-to-End-Test durchführen mussten. Dabei wurde das korrekte Abwickeln sämtlicher Prozesse auf Herz und Nieren getestet. Schauen wir uns den Einsatz der elektronischen Stimmabgabe bei den Wahlen 2015 näher an. Ich habe gesagt, 2014, um korrekt zu sein, im Juni, hatten noch 14 Kantone bei der Bundeskanzlei eine Absichtserklärung deponiert.
Im Frühjahr 2015 waren es dann plötzlich nur noch 13. Warum? Der Kanton Bern hat aufgrund der Einführung einer neuen Wahlausmittlungssoftware darauf verzichtet, Votelektronik bei den Nationalratswahlen anzubieten und hat dem Bundesrat kein entsprechendes Gesuch eingereicht, weil die dafür notwendigen Schnittstellen nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnten. Aus 14 wurden also 13 Kantone. Letztendlich haben 4 Kantone den elektronischen Stimmkanal bei den Wahlen 2015 angeboten. Was ist passiert? In Ihrer Rechnung fehlen 9 Kantone. Zu seinem allergrößten Bedauern konnte der Bundesrat den sogenannten Konsortialkantonen das Gesuch zum Einsatz der elektronischen Stimmabgabe bei den Wahlen 2015 nicht bewilligen. Anfang Juli ist eine Sicherheitslücke zutage getreten, die nicht rechtzeitig behoben werden konnte. Und zwar konnte keine Gewährleistung des Stimmgeheimnisses garantiert werden. Und deshalb musste der Bundesrat die Gesuche ablehnen. Nichtsdestotrotz wage ich es heute hier, auch in Anwesenheit von Peter Grünenfelder, zu behaupten, dass E-Voting bei den Nationalratswahlen 2015 eine Erfolgsgeschichte war. Das zugelassene Elektorat konnte erstmals auf Stimmberechtigte in der Schweiz ausgedehnt werden, nämlich 97.000 Stimmberechtigte in der Schweiz konnten ihre Stimme elektronisch bei den Wahlen abgeben. Hinzu kommen 34.000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer Stimmberechtigte. Zum Vergleich, bei den Wahlen 2004 waren es lediglich 22.000 Auslandschweizer Stimmberechtigte. Auch bei den Nationalratswahlen kamen Systeme mit der individuellen Verifizierbarkeit zum Einsatz. Für uns war das ein großer Schritt. Dafür haben die Stimmberechtigten mit ihrem Stimmmaterial personalisierte Verifizierungscodes erhalten, und zwar für sämtliche Kandidatinnen und für sämtliche Listen. Das war eine aufwendige Übung und wir sind sehr zufrieden und ziehen ein positives Fazit, auch in Bezug auf die Funktionalität. Wir werden vielleicht darauf zurückkommen. Bis zu 57% der Stimmenden haben sich bei den Nationalratswahlen für den elektronischen Stimmkanal entschieden. Vielleicht ein interessantes Faktum. Wir haben bei unseren Überprüfungen festgestellt, dass von denjenigen Kantonen, die die Auslandschweizer Stimmberechtigung separat ausweisen, das tun nämlich nicht alle Kantone, sich gezeigt hat, dass außer im Kanton Genf in allen Kantonen die Wahlbeteiligung der Auslandschweizer Stimmberechtigten zurückgegangen ist. Dieses Phänomen können wir uns noch nicht erklären, aber es zeigt eben auch, dass die These, dass die Auslandschweizer Stimmberechtigung in den Kantonen zurückgegangen ist, die bei den Nationalratswahlen 2011 Votelektronik angeboten haben und das 2015 nicht mehr tun konnten, diese greift zu kurz, denn auch der Kanton Basel-Stadt, der als einziger Kanton 2011 wie 2015 die elektronische Stimmabgabe anbieten konnte, hat einen Rückgang leider feststellen müssen. Das ist ein Faktum, das wir sicher mit den Kantonen aufnehmen und gezielt vertiefen werden. Bereits 2011 hatten wir eine große Wahlbeobachtungsmission in der Schweiz willkommen geheißen. 2015 hat sich die OSZE ODIHR nicht zuletzt auch aus Ressourcengründen darauf beschränkt, ein sogenanntes Election Expert Team in die Schweiz zu entsenden. Das war eine kleine Delegation von 2 Personen, die in verschiedenen Kantonen vor Ort war, die aber auch mit wichtigen Akteuren aus der Politik und der Wissenschaft das Gespräch gesucht hat. Man hat uns zugesichert, dass der entsprechende Bericht mit konkreten Empfehlungen bis Ende 2015 vorliegen sollte. Wir sehen diesem Bericht natürlich mit großer Spannung entgegen und hoffen, dass wir auch hier wichtige Erkenntnisgewinne daraus zeitigen können.
2015 hat sich die Vot-Elektronik-Landschaft verändert. Und zwar losgelöst von den Nationalratswahlen. Am 1. September 2015 hat der Kanton Neuenburg kommuniziert, künftig mit der Schweizerischen Post zusammenarbeiten zu wollen. Im September 2015 haben die Kantone des Konsortiums ihren Entscheid kommuniziert, ihr E-Voting-System nicht weiter zu verwenden und das Konsortium per Ende dieses Jahres aufzulösen. Neben den 14 Kantonen, die bisher die elektronische Stimmabgabe ermöglicht haben und auch eingesetzt haben, gibt es auf der Landkarte immer noch 12 blinde Flecken. Also Kantone, die noch nicht am Projekt beteiligt sind, die teilweise noch nicht einmal die rechtliche Grundlage für eine Einführung von Vot-Elektronik geschaffen haben. Wir arbeiten selbstverständlich gemeinsam mit den Kantonen daran, um eben diese Ausdehnung in die Breite unbedingt voranzutreiben. Faktisch sind heute 2 Systeme auf dem Markt, aus denen die Kantone auswählen können. Der Einsatz, davon sind wir überzeugt, mehrerer Systeme hat sich in der Vergangenheit bewährt und wir begrüßen seitens der Bundeskanzlei klar eben auch für die Zukunft den Einsatz mehrerer Systeme. Eine Zunahme der Anzahl Systeme scheint uns jedoch aus wirtschaftlichen Gründen nicht erstrebenswert. Aber der Einsatz mehrerer Systeme, so sind wir überzeugt, bietet große Vorteile mit Blick auf das Risikomanagement und die Kantone können eben auch aufgrund eigener prozessualer Bedürfnisse respektive eigener politischer Rahmenbedingungen sich für ein System entscheiden, das ihnen am besten liegt. Bei der Zulassung dieser Systeme orientiert sich der Bundesrat ausschließlich an der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen. Die Frage des Eigentums ist für den Bundesrat nicht entscheidend. Die Rolle der öffentlichen Hand ist aber bei der elektronischen Stimmabgabe klar geregelt. Die Behörden müssen bei der Durchführung von Urnengängen selbstverständlich die vollständige Kontrolle ausüben. Aber, und das sehen die Rechtsgrundlagen explizit vor, nämlich in der Verordnung über die politischen Rechte, ist vorgesehen, dass ein privates Unternehmen für die Durchführung beigezogen werden kann. Aber ich betone, beigezogen. Wie gesagt, die Durchführung von Urnengängen obliegt den Behörden. War für uns ein ereignisvolles Jahr. Wie beim Bergsteigen muss man Rückschläge verkraften, man muss teilweise neue Wege finden, man muss sich neu orientieren, man muss einen langen Atem haben, um dann schließlich mit vereinten Kräften den Gipfel erklimmen zu können. Der Weg, und da will ich Ihnen nichts vormachen, meine Damen und Herren, zur flächendeckenden Einführung der elektronischen Stimmabgabe in der Schweiz ist nicht einfach noch kurz, sondern er bleibt lang und er bleibt vermutlich auch steinig. Für die Einführung braucht es Menschen mit Pioniergeist. So wie ihn Peter Grünenfelder, aber auch Anja Wieden, die an seiner Seite sitzt, mitgebracht haben. Ohne diese beiden Menschen wären wir bei der Einführung der elektronischen Stimmabgabe sicher nicht so weit, wie wir heute sind. Pioniergeist, gepaart mit der in diesem Bereich unabdingbaren Risikobewusstsein, wird uns gemeinsam ans Ziel führen. Lassen Sie uns deshalb im Sinne eines kurzen Ausblicks noch kurz die nächsten Etappen des Projektes beleuchten. Neben der Systemwahl und der Ausdehnung auf weitere Kantone sehen die Etappen wie folgt aus. Die Systeme für die elektronische Stimmabgabe werden von externen Stellen zu zertifizieren sein. Erst dann werden die Kantone dem Bundesrat eine Erhöhung der geltenden Limiten beantragen können. Im Weiteren steht der erleichterte Zugang zu den Quellcodes an
um eben das nötige Vertrauen zu schaffen und die Transparenz in diesem Bereich zu fördern. Hier stehen wichtige Meilensteine mit kantonalen Gesetzesprojekten in diesem Bereich an. Und, aber ich möchte betonen, das handelt sich um eine Zukunftsvision, gilt es auch, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit politische Entscheide vorausgesetzt die Einführung der Medienbruchfreiheit realisiert werden kann. Mit Medienbruchfreiheit meinen wir, dass eben der ganze Prozess, also das heißt auch der Versand des Stimmmaterials auf elektronischem Wege erfolgen kann. Aber hierzu gilt es noch viele technische, rechtliche, aber auch politische Fragestellungen, die sich in diesem Bereich stellen, zu klären. Diese Herausforderungen werden wir gemeinsam mit den Kantonen anpacken. Dank dem steten Dialog, aber auch mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, mit den Fachleuten, mit der Wissenschaft auch, werden wir gemeinsam die Digitalisierung der politischen Rechte im Sinne der Stimmberechtigten, denn um diese geht es ja schließlich, vorantreiben können. Wir danken Ihnen für die kritische Begleitung dieses Projektes und stehen Ihnen natürlich dann später auch gerne für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank.